Guten Morgen, Frau Präsidentin. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neulich habe ich einen Tag frei gehabt und gedacht, ich mache eine Bergtour, natürlich mit der Bahn und mit dem Bus. Ich habe gedacht, fahre ich in das schöne Werdenfelsland, fahre ich hinter zum Bahnhalt Griesen und mache eine schöne Bergtour. Naja, nach einer Signalstörung auf meiner S1, einer Weichenstörung am überlasteten Bahnhof München-Pasing, war dann nach 2,5 Stunden in Tutzing Schluss, Einstellung des Bahnverkehrs auf der eingleisigen Strecke, dem Werdenfelser Land, ist ein Triebfahrzeug liegen geblieben. Es fehlt ein Abschleppfahrzeug. Es sind zu viele Züge auf der eingleisigen Strecke, hat es geheißen, der Bahnbetrieb wird eingestellt. Das ist kein Einzelfall, sowas kommt immer wieder vor. Mir ist es auf der Strecke auch meiner viel wandernden Tochter erst in letzter Zeit immer wieder passiert. Wer auf der Strecke pendelt, kann ein Lied davon singen. Die Züge sind überfüllt, die Züge sind unpünktlich, der Verkehr ist unzuverlässig. Bei dem Zustand, meine Damen und Herren, muss man sich nicht wundern, wenn der Großteil der Bevölkerung, die hier pendelt oder Ausflüge macht, mit dem Auto fährt. München erstickt im Straßenverkehr und sucht nach Wegen, mit weniger Autos auszukommen. Garmisch wird überrollt von Verkehr. Wir haben letztes Jahr die Situation gehabt, dass vor Ort in vielen Stellen an schönen Tagen, an Ausflugstagen überhaupt nichts mehr gegangen ist. Rettungswege waren zugeparkt, die einheimische Bevölkerung ist nicht mehr durchgekommen. Es wurden Demos organisiert, 5000 Garmischerinnen und Garmischer waren auf der Straße bei der Ausbremsdemo ist gegen ihre Verkehrspolitik, meine Damen und Herren. Und was macht aber die CSU? Sie bauen noch mehr Straßen ins Werdenfelder Land. 1 bis 2 Milliarden Euro nehmen sie in die Hand über den Bundesverkehrswegeplan und bauen Tunnel um Tunnel, Umfahrung um Umfahrung von Starnberg über Weilheim, Murnau, Oberau und bis dahinter nach Garmisch und locken damit noch mehr Verkehr in das Werdenfelser Land. Und das Ziel, Sie sagen, mit den Tunnels fährt es ja dann schön außen um die Ortschaften herum, aber das ist ja keine Lösung, denn die Autos haben ja nicht das Tunnel zum Ziel, sondern die Ortschaften, die Natur bzw. umgekehrt die Arbeitsplätze in München. Unsere Städte und Ortschaften sind das Ziel und die sind völlig überlastet und überrollt von dem vielen Straßenverkehr, den Sie mit Ihren Ausbaumaßnahmen nochmal intensivieren. Wer Straßen baut, wird Straßenverkehr ernten, meine Damen und Herren. So heißt dieser altbekannte Grundsatz. Ganz anders als Bayern und Deutschland geht allerdings Österreich vor. Österreich hat verstanden, dass die Verkehrswende beginnen muss, dass ein Umswitchen von Straßenverkehr auf die Schiene passieren muss. Und Österreich beginnt jetzt ein hochinteressantes Projekt, nämlich einen Bahntunnel vom Inntal rauf ins Ehrwalder Becken. Damit bekommt unsere Werdenfelsbahn einen neuen, hochattraktiven, schnellen Zulauf, eine neue direkte Verbindung aus dem Raum München und aus dem Raum Augsburg über Füssen hinunter ins Inntal, Innsbruck, Brenner und so weiter. Österreich setzt also auf die Bahn, Sie setzen weiterhin auf die Straße. Ich habe erst zum letzten Plenum in einer Anfrage zum Plenum abgefragt, wie die bayerische Staatsregierung zu diesem Ausbauvorhaben der Republik Österreich, nämlich dieser Verbindung ins Ehrwalder Becken und damit zur Außerfernbahn steht. Was ist die Antwort? Wir wissen nichts, wir schauen einmal, wir warten einmal. Also das in Anführungsstrichen Erfolgserzept vom Brenner Nordzulauf setzen Sie hier fort. Sie warten, bis wir wieder 15, 20 Jahre im Rückstand sind und dann sagt man, hoppala, wie konnte das passieren? Österreich ist schon bald fertig und wir haben noch nicht einmal angefangen. Deswegen sieht man hier im Werdenfelser Land wie im Brennglas die verfehlte Verkehrspolitik von Ihnen, von der CSU. Sie setzen auf die Straße, anstatt die Eisenbahn, die parallel führt, endlich auszubauen, damit ein vernünftiger Verkehr angeboten werden kann und die Leute gerne auf die Schiene wechseln. Der Kollege hat die Zusammenarbeit mit Österreich gerade angesprochen bei der Bestellung des Zugverkehrs, wo bessere Takte untersucht werden sollen. Ja, das konnte mir schon vorstellen, was da rauskommt, was an Taktverbesserungen möglich sein soll. Auf einer eingleisigen Strecke kann ich halt keinen dichten Takt, keinen Halbstundentakt fahren, weil die Züge nicht aneinander vorbeikommen, nicht übereinander springen können sozusagen. Man muss die Strecke ausbauen, damit man einen durchgängigen Halbstundentakt fahren kann. Und den brauchen wir dringend sowohl für die PendlerInnen als auch für die AusflüglerInnen auf dieser Strecke.
Strecke. Deswegen sollte sich der Ministerpräsident, Ihr Ministerpräsident, anstatt sich mit seinem Parteifreund Platter über Transitpolitik und alle anderen österreichischen, bayerischen Verkehrsprobleme wie im Sandkasten umschaufelt zu prügeln, an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, wie die Verkehrswende organisiert werden kann, wie die Schiene, die Werdenfelser Bahn in dem Fall ausgebaut werden kann. Nehmen Sie das Geld, das Sie in den Ausbau der B2 stecken wollen, stecken Sie das in die Werdenfelser Bahn. Den ersten Schritt können Sie hier tun, indem Sie dem Antrag zustimmen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.